Hallo. Hallo, Folks. Was geht? Ich mach das mal ein bisschen leiser. Schanke dünn. Und dann machen wir das hier. Haha, ich kann das noch. Guten Abend. Hallo. Tja, es ist mal wieder soweit. Es ist einer dieser Tage, wo ich es schaffe, mich für 90 Minuten zu zeigen. Hi. Schön. Schön. Ich hatte irgendwie, heute war ein schwieriger Tag. Ich hatte irgendwie jetzt irgendwie Zeit und hatte aber auch keinen Bock, irgendwie wieder YouTube zu schauen. EM läuft heute nicht, also kein Spiel. Das war so meine Beschäftigung für die letzten Tage und Wochen. Und ja, da dachte ich mir, warum nicht einmal versuchen, wieder zu streamen? Ich muss mir ganz kurz mal anhören, wie mein Chat so, wie mein Stream so klingt. Wundervoll. Ein Traum. Sehr schön. Gut. Ja. Ich hoffe, euch geht's gut. Falls irgendwer da ist, einen wunderschönen guten Abend. Wir schreiben Sonntag, den 7. Juli 2024. Mein letzter Stream ist wahrscheinlich so 5 bis 6 Wochen her. Ich weiß es nicht genau. Und wir machen, bis uns die Lust verlässt, ein bisschen Schlitz-Schlitz. Also wir spielen Killer in der Daylight, meine ich da, wollte ich damit sagen. Ich mach mal die Musik aus und starte mal das Spiel. Und dann werden wir alle einen fürchterlichen Soundtod sterben. Aber dann müssen wir durch. Weil das bestimmt sehr laut geworden ist, alles. Ich mach mal den schon mal. So. Und dann warten wir der Dinge, die da kommen. Ach ja. Hallo? Es hat sich im Hintergrund geöffnet. Warum auch immer, das macht es sonst nie. Wahrscheinlich just OBS-Sphinx. Na, sieh mal einer an, wer da mal wieder live ist. Ja, hallo, Velaris. Sieh mal einer an, wer da wieder im Chat ist. Ein wunderschön. Und ja, du sagst es. Ich habe gerade gesagt, ist mal wieder einer dieser Tage, wo ich mich traue, 90 Minuten hier zu sein. Was heißt trauen? Womit ich die Motivation habe, mal 90 Minuten wieder live zu sein. Das war ein Witz über meine kurze Streamdauer, aber mal gucken, wie lange es heute geht. Hi, schön, dass du da bist. Das Event ist beendet und diese komischen Dings werden in die anderen verwandelt. Okay, cool. Thank you. Die Mutter ist sehr leise. Heute kein Fußball, du sagst es. Du hast ja sowas von recht. Ja, absolut korrekt. Das ist der Hauptgrund. Und ich hätte jetzt noch weiter aufgeräumt und Sachen weggeworfen, aber das habe ich schon den ganzen Tag gemacht. Und irgendwie hatte ich jetzt keine Motivation und keine Kraft mehr. Warum ist denn der Twixer disabled? Ich durchschaue dich einfach. Ja, ich weiß. Warum ist mein Lieblingskiller weg? Das habe ich schon gestern bei einer Streamerin gesehen, die ich gestern Abend geschaut habe. Das macht mich immer noch traurig. Ui, warst du ein fleißiges Bienchen heute? Kann man so sagen. Doch, würde ich so unterschreiben. Der Twixer löst epileptische Anfälle aus? Echt? Okay. Habe ich denn noch nicht erlebt. Aber ist natürlich doof. Für Leute, die an Epilepsie leiden und dieses Spiel spielen wollen. Das verstehe ich. Ja, ich war fleißig. Ich habe heute, also morgen wird Hausmüll abgeholt bei uns und ich habe heute einfach mal die ganze Mülltonne, die noch ziemlich leer war, einfach voll gemacht. Und ganz viel Stuff weggeworfen. Das war sehr gut. Ein befreiendes Gefühl. Jupp, durch irgendeinen Bug selber auch noch nicht gesehen. Oh, okay. Naja, dann. Und wenn morgen die Tonne wieder leer ist, fange ich sie wieder an voll zu machen. Wenn Zeit ist. Ich bin ja die nächsten 2 Tage irgendwie nicht so wirklich zu Hause. Also morgen ist ja groß Wohnungsbesichtigungstour und muss mich kurz entscheiden, welchen Killer ich spielen will, bevor ich mich hier im Labern verliere. morgen auch nochmal? Ja, morgen stehen 5 Wohnungen auf der Tagesordnung.
Ganze 5. I will not be denied. Ui. Ja. Genau. I will not be denied. Okay, ist okay für mich. Komm, wir fangen mit Michael an. Den konnte ich zwar noch nie, aber der macht ja eigentlich Spaß. Wann geht's los? 14 Uhr. Bis 11.30 Uhr bin ich auf Arbeit, dann fahre ich zu meinen Eltern und sammle meine Mutti ein, weil die wollte unbedingt mit. Und dann fahre ich mit meiner Mutti morgen mir 5 Wohnungen anschauen. Ja. Ja, ja, ja. Okay, das sieht gut aus. Achso, Moment mal, bevor ich jetzt hier ihn spiele, habe ich irgendeinen Killer gelevelt während des Geburtstagsevents? Wahrscheinlich nicht, ne? Habe ich mit irgendeinem Kuchen? Nee. I will play my role. Ja, du mich auch. Nö, scheint nicht so zu sein. Wen habe ich denn gelevelt zuletzt? Die? 101 Terumisu habe ich noch mit der. Vom letzten Jahr ist das doch, oder? Ja, Wahnsinn. Das wusste ich nicht. Alter, ich habe gestern in einem Stream, den ich geschaut habe, den neuen Summer-Skin von Sable gesehen. Der ist ja unfassbar heiß. Muss ich ja mal an der Stelle sagen. Ist der Flanders 2 Jahre her? Also der neue Sable Skin ist ja sowas von hot. Das ist ja unfassbar. Das hat mich wirklich sehr imponiert. Der Kopf gefällt dir nicht so. Ja, verstehe ich. Obwohl die Sonnenbrille schon ziemlich cool ist. Aber ja, auf jeden Fall, der Körper ist auf jeden Fall das, was da heraussticht. Das ist schon richtig. Zwinkly zwonky. Warte mal ganz kurz. I need to check something. Nothing happened. Okay, sehr gut. Okay, ich habe offenbar nicht dieses Mal Killer gelevelt, während des Sommer-Events war. Das heißt, wir bleiben bei unserer Entscheidung. Und spielen den Wandler. Zumindest können wir es mal versuchen für den Anfang. Dann schauen wir mal, was so geht. Was habe ich denn auf Slot 1? Eiserner Griff, unerbittlich, Pirscher. Oh, das waren meine Perks von früher. Du hast generell wenig gespielt in der Zeit. Ja, ich weiß. Und wenn dann nur mit dir und einmal mit Leo und seinem Freundeskreis. Das ist richtig. Aber hey, immerhin habe ich die mit dir gespielt. In einem Zeitraum von ungefähr 2 Wochen. Das kommt ja auch nicht mehr so häufig vor. Aber ich verstehe, was du meinst. So, was ist hier Phase? Nix. Achso, weil Foliant vorbei. Offensichtlich. Foliant 19, Pracht, Seite 3. Haben wir Seite 1 killertechnisch schon abgeschlossen? Wow, offensichtlich. Seite 2 auch? Nicht ganz. Töte einen Überlebenden mit eigenen Händen. Jage Überlebende 60 Sekunden lang. Versuchen wir das. 3 Wochen. Ja, okay. Du weißt, was ich meine. Let's go. Die Kamera kann da hängen, ne? Das versteckt im Spiel nichts Wichtiges. Nee. Ja. Prestige 77 und Prestige 78. Und Leons Husband. Okay. Ich finde diesen Screen sehr, sehr schön. Da wirst du wohl nicht mein Killer jetzt. Das wäre witzig. Wenn das mal per Zufall matchen würde. Das wäre wirklich witzig. Aber ich glaube, dafür gibt es mittlerweile zu viele Spieler. Und gerade seitdem Crossplay aktiv ist, ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich so, wie wir Lotto gewinnen. Schreikuchen hießen die. Schreiekuchen. Verzeihung.
Naja. Definitiv viel Erfolg beim Töten. Dankeschön, viel Erfolg beim Überleben. Das kann so einfach sein, ne? Killer und Survivor. Überleben und töten. Naja, töten und überleben. Naja, du weißt, was ich meine. Ich bin überfordert. Warum liegen hier Triprostat-C-Tabletten? Ach, vom Aufräumen. Gut gemacht, Jonas. Fast zu Ende aufgeräumt, den Schreibtisch. Naja. Hattest du jetzt auf eine Wohnung beworben? Ja, auf die wundervolle, die ich letzte Woche gesehen habe. Ja, auf die habe ich mich beworben. Hauptplatz von Greenville. Moin! Mit dem Wissen, dass die erste Runde sowieso immer furchtbar wird. Und dass hier Prestige noch irgendwas Leute sind. Halten wir es erstmal ganz entspannt, würde ich sagen. Okay, schade. Na, 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 na. Toschkent, Toschkent. Dankeschön. Da ist ein Haken, da wollte ich hin. Na, komm, put, 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 put. Ich dachte, ich auf der anderen Seite. Habe ich irgendwie nicht genau aufgepasst. Hallo. Ich habe sie gesehen. Ach, guck mal, direkt an den Haken. Das ist ja nett. Merci beaucoup. So, warte mal, ich muss mal ganz kurz hier das Mikrofon näher an mein Mäulchen halten, damit ihr mich auch hört, wenn ich woanders hinschaue. Das war jetzt Zufall. Also. No joke. Ups. Die Hitboxen sind immer noch killer-friendly. I like. I've got a feeling, it's automatic. Die Palette ist durch.
Ich wurde gestern bei dem Livestream, den ich geschaut habe, mit einer völlig neuen Idee konfrontiert. Nämlich, dass man sich ja Perk-Loadouts basteln kann, die zu den Stärken des jeweiligen Killers passen. Da habe ich, to be honest, noch nie drüber nachgedacht. Ich weiß, das ist ein bisschen peinlich. Aber ich spiele halt seit x Jahren mit denselben 4 Perks. Und dachte auch, ich fahre damit eigentlich ganz gut. Oh, irgendwas hat mir ein Auto gerade. Schlecht. Wenn man was sehen muss. Na? Ach, Biscott. Was soll das denn? Heißt so nicht eine Keksmarke? Oder ist mir das einfach zu nah dran an Biscuit? Und deswegen denke ich dran. Niemand weiß das so genau. Gerade jemanden hier rumspringen gehört. Na toll. Ach ja, hi. Du schon wieder. Lol. Das war ja mal so gar nicht legit, die war ja schon lange drüber. Oh, mein Auto tränt. Ich sehe schlecht. Warum ist das so? Mein Körper sabotiert mich. Als würde ich eine Frau kennenlernen wollen. Ich finde es vollkommen fein, wenn ihr alle rauskommt. Wie viele Paletten will eine Map haben, Alter? Das ist ja schlimm. Wie viel? Da ist noch ein Fenster. Oh, gut. Das schmeckt. Leute, da war niemand. Okay, das hat mich jetzt doch überrascht. Na, ja, du hast kein Wildpferd, also schaffen wir das. Exactly. Immerhin einen. Das ist doch auch schön. Hallo. Okay. Ach ja. Die waren gut und nicht nervig. Das gefällt mir. Ich habe auf Asche 4 kein Pip bekommen, aber das ist ja. Das ist ein bisschen traurig, um ehrlich zu sein. Aber es ist okay. Es ist halt auch Michael, ne? Ich habe Michael nie wirklich viel gespielt. Das war jetzt nur mal, um wieder reinzukommen. So eine unbedeutsame Runde. Ich muss offensichtlich ganz kurz Antidepressiva, wollte ich sagen. Antiallergika nehmen. Ich bin sofort wieder da. In der Zwischenzeit seht ihr den wunderschönen Pausenbildschirm und hört noch viel schönere Pausenmusik. Bis gleich.
So. Lassen wir das. Und willkommen zurück. Kurz eine Anti-Allergikum-Tablette eingenommen. So ist es auf jeden Fall richtig. Hake drei verschiedene Überlebende fest. Sollte doch machbar sein. Triff drei Überlebende, während du unentdeckbar bist. Das ist schon schwierig. Töte zwei Überlebende auf beliebige Art. Okay, naja. Töte einen mit deinen Händen, verdiene zwei Verfolgerembleme von Silber oder besser. Das schaffen wir auch noch. Im Zweifel schaffen wir das. Let's play some Doctor, huh? Obwohl. Nee, warte mal. Dass Twix da nicht da ist, ist wirklich stressig. Spielen wir Artist. Wenn Düstertränen einen Überlebenden umzingeln, leidet dieser Erblindung. Und ahnungslos. I like that. Oder Artist? Die Singularität, der Ritter, der Unruhe, Lidretsch. Lass uns ein bisschen perchen. Irgendwie sieht Velichen aus wie ein Charakter aus The Purge, finde ich. Zumindest das Kostüm mit der Maske. Das erinnert mich ein bisschen an The Purge. Deswegen habe ich das gerade eben kurz mir erlaubt zu sagen. Und da können wir auch mal ein paar Blutpunkte reinstecken, weil das letzte Mal, als wir die levelt haben, wahrscheinlich schon 5 Jahre her. Und es gibt neue Purge seitdem. Yay. Vor allem neue Items. Bam bam bida da dam. Mal ganz kurz den Discord checken. Aber da ist nichts los. Ja, Dead by Daylight. Das war's schon wieder. Wild. Okay, warte mal. Prestige 3 müssen die alle sein. Hexe. Ah, sind wir schon bei 50. Guck mal. Cooles Outfit, was ich für die habe. Wusste ich gar nicht mehr. Fancy. Bisschen Chamäleon-artig. Spannend. Bubba wird nicht gelevelt, dagegen weigere ich mich. Kotzi. Kotzi ist auf 16. Okay. Kotzi ist ja an sich auch ganz cool, aber irgendwie liegt die mir nicht. So, dann wählen wir wieder Legion aus.
Überlebende zerfleischt und ahnungslos. Zerfleischt finde ich gar nicht mal so. Drei ahnungslos ist natürlich cool. Wenn die Legion während wilder Raserei betäubt wird, wird die Stärkeleiste neu gefüllt, sobald die Dauer der Betäubung beendet ist. Während wilder Raserei verlieren getroffene Überlebende ihren Gegenstand ab dem zweiten aufeinanderfolgenden Treffer. Naja. Versuchen wir es mal. Ja, moin. Erstmal eine 30-sekündige Werbung gedrönt. Na, alles klar. Hi, sehen wir es, na? Ja, alles gut. Und bei dir? Ja, ich kann da, ich empfehle dir da was. Ein Twitch Prime-Abo bei mir dazulassen. Dann hast du keine Werbung. Na, Sebas? Heute wieder Fortnite, oder was? Wieder schön mit Kindergarten? Wie ist das? Es tut mir leid. Ich wollte dir echt länger zuschauen, aber ich kann das nicht. Wie alt waren die bei dir? 11? Das ist wirklich für mich als Zuschauer ganz, ganz schlimm. I'm very sorry. Aber das war eine Aufgabe, die war für mich nicht überwindbar. Ja, wahrscheinlich ist halt die Community. Ja, okay. Ja, ich verstehe. Ich verstehe. I'm very sorry for you. Das ist wirklich nicht so schön. Aber als alter Minecraft-Spieler kenne ich das mit der Community und dem Durchschnittsalter. Gottes Willen, waren da früher wilde Menschen mit dabei, Alter, als ich noch Minecraft gestreamt habe. Gerade Bed Wars und so. Huiuiui. 11 bis 14, manchmal auch Leute plus 20. Ja, ey, solange es dir Spaß macht und es dir Zuschauer bringt, ist doch cool. Okay. Warum tut er so? Also ich meine, nehme ich, aber... Sind wir irgendwo einen Haken? Da hinten. Ich sehe die irgendwie voll schlecht auf der Map. Ja, moin. Einige 14-Jährige auch, die nicht hektisch sind, mit denen ist es entspannter. Ja, die gestern waren ja mal völlig... Also, da ist ja hektisch noch untertrieben. Naja. Wie gesagt... Auf wie viel FPS spielst du? 60? Sollte es eigentlich sein? Warum? Die waren schon nervig, aber bisher... Fuck, ich hab daneben geschlagen. Ich dummer Idiot. Nein! Nur so mit PC hat man noch viel mehr, oder? Ja, aber dann, also ich stream auf HD. Also 720p Auflösung. Und, damit ist alles schick eigentlich. Das war jetzt auch wieder merkwürdig. Also irgendwie ist er ein bisschen auf Abwägen unterwegs, der Kollege. Oh, hi. Didi, wo sind die anderen? Ich hab den doch getroffen. Ach, da. Am Arsch der Welt.
difficult. Witzig. Dankeschön. Huch. Jetzt wird mir deine Aura angezeigt. Das ist ja auch spannend. Ach so, weil er oder sie mich geblendet hatte mit der Granate. Ah. Na, wirst du DBD auch noch in 5 Jahren weiterspielen? Ich schätze. Ist das einzige Spiel, was mir solo lange Freude bereitet. Von daher denke ich ja. Wobei natürlich das Wort Freude auch immer so ein bisschen eine Definitionssache ist. Ah, oh, das ist wieder so ein hässlicher Bot im Chat. Ich lösche die Nachricht gleich. Ignoriert den bitte. Klickt da nicht drauf. Oder whatever. Ja, eine schwierige Runde gerade, ne? Es passiert sehr wenig. Ich krieg andauernd immer den gleichen. Oh, hi. Es ist schon wieder er. Das darf nicht wahr sein. Komm schon! Genau vor ihr hört die Scheiße auf. Nö, jetzt hab ich dich. Endlich mal wen anders, ey. Ich würde dir was tun, aber ich bin kein Mod mehr. Das ist echt ein Problem, das sollte ich wieder einführen. Immerhin bist du die einzige Person, die regelmäßig da ist. Ah, ich mach dich wieder zur Mod. Einfach ignorieren die Nachricht von dem englischsprachigen Bottedibotbot. Halt dein Maul, Alter. Da wurdest du direkt nach der Trennung abgesägt. Eieiei. Das lässt mich ja in einem richtig schlechten Licht darstellen, aber du hast natürlich absolut recht. Ja, manchmal mache ich komische Sachen. So postbeziehungstechnisch. Upsi. Ich sehe dich. Haha! Ich höre die Reue. Das ist gut. Die ist auch da. Die ist real. Ah, der Haken ist zwar sehr nah am Ausgang. Das ist ein bisschen schwierig für mich. Aber
Versuchen können wir es natürlich. Nein! Ja, okay. Schade. Krass, dass ich die andere noch nicht einmal gesehen habe, so wirklich. Ach, hier bist du. Hi. Bye. Wenn du mit dem Killer nicht krass bist, könntest du auch das mal Nöd nehmen. Schreibt man das so? Ja, das schreibt man so, aber das mache ich nicht. Nöd ist ja der assigste Perk, den es in diesem Spiel gibt. Ich habe mir selbst geschworen, dass ich so ein Assi niemals sein werde. Es sei denn, ich bin extrem frustriert, aber dann hilft mir eigentlich auch schon eine Runde Doktor. Wenn ich extrem frustriert bin. Wieder kein Pip, ich bin Asche 4, was ist denn los? Du bist viel zu nett, I know. Also danke, Captain Price. So, jetzt machen wir mal ganz kurz Sachen. Slash Mod Velaris unterstrich 15. Aha. Und dich, mein Freund, bannen wir weg, aber über diesen Chat hier. Der ist nämlich entspannter. Sperren. Gesperrt. Södele. Ein Traum. Was passiert hier? Nichts Spannendes. Sehr gut. Huch. Hätte schon meinen Chat wieder gerne. So, da ist er. Tja, wo waren wir bei Kotzi, ne? Ich finde es okay, solange du während des Spiels niemanden tunnelst, bekämst, ist das völlig okay. Spieler nehmen ja auch Adre mit. Ja, du hast recht, tunneln tue ich ja wirklich nicht und campen eigentlich auch. Ne, campen tue ich auf keinen Fall und tunneln nur, naja, zufällig halt. Aber nicht bewusst. Von daher hast du eigentlich recht. Die Sache ist halt, ich bin so auf diese vier Perks festgeschossen, dass ich nicht mal wüsste, welchen ich rausnehmen sollte. Von den vieren, die ich drin habe. Klar, für die meisten wäre wahrscheinlich Lightborn die erste Wahl, aber ich hasse Taschenlampen. Deswegen bin ich mit Lightborn immer ganz zufrieden, tatsächlich. Man könnte Eisern Jungfrau mitnehmen, weil so oft stehen Leute nicht in Schränken. Man könnte Eisern Jungfrau weglassen. Ist halt ein Endgame-Perk. Im besten Fall wird das ja gar nicht erst erreicht. Ja, ja, drum. Aber also selbst wenn ich, also die Frage, die mich da stelle, ist, weißt du, für Nöd, lasse ich denn welchen Perk draußen? Das wirst du austauschen. Was, Lightborn oder? Oder Eisern Jungfrau? Das Schrankding, ja, Eisern Jungfrau. Iron Maiden. Ja, verstehe ich. Ist auch wahrscheinlich eine gute Wahl. Nöd für Iron Maiden. Auch Nöd ist so eine Sache. Finden die schnell das Totem, hat man das auch verkackt. Ja, I know. So ist es ja mit vielen Perks. Das hier halt nur für einen ganz kurzen Zeitraum. Man sieht sich am 12. Viel Spaß euch noch. Dankeschön, dir auch, mein Lieber. Hab einen schönen Abend. Viel Spaß bei Fortnite. Und bis zum 12. Am 12. hat Sebas wieder Schicht bei mir. Einer meiner Wachschützer.
CC. Mehr Fahin Motu, Vedi Motuba oder so. Keine Ahnung, was sie sagt. Sowas in der Art. Drei verschiedene Überlebende. Ja, das waren eben nur zwei. In der Runde davor, das ist richtig. Ja. So, wären wir dann bei 50. Nice. Nächste haben wir den Demodoron. So, Eiserne Jungfrau raus. Und es ist ein Fluch, fängt also mit F an. Da. Nöd. Wir können es versuchen. Warum nicht? Nurses Corny finde ich ziemlich stark. Lightbone eigentlich auch. Groupie mag ich auch sehr gerne. Es gibt wahrscheinlich mittlerweile 20.000 bessere Perks im Spiel. Aber das soll mich nicht interessieren, weil ich bin ein Gewohnheitstier. Ist auf der Vape noch Saft drauf? Tatsächlich. William, Kate, Rebecca und Mac. Du schwitzt ja da auch nicht so dermaßen rein wie manche andere Leute. Das ist richtig. Ich schwitze eigentlich gar nicht. Ich versuche ziemlich entspannt zu spielen. Solange mich Survivor nicht abfuckt und das alles schickt. Wobei zwei Runden ohne einen einzigen Pip ist natürlich auch traurig. Aber ich bin vielleicht auch nicht, einfach nicht mehr so im Killer-Game drin, obwohl mir das eigentlich sehr viel Spaß macht. Ah, es ist kompliziert. Unmöglicherweise ist Legion einfach auch nicht mehr Meta. Ich spiele Legion nur, weil ich sie cool finde, nicht weil ich sie stark finde. Wenn ich ein Killer spielen würde, der stark wäre, würde ich andauernd Doktor spielen. Oder, ich weiß nicht. Wenn man den kann, Vesta wahrscheinlich. Zum Toba-Landeplatz. Na schau. Und schon wieder eine Runde ohne dich, Velaris. Wirklich traurig, dass du nicht an meine Survivorin bist, sondern in einer öffentlichen Runde. So, guten Tag. Ich mag die Map, weil sie schön ist, aber ich kann sie überhaupt nicht bespielen. Ich wollte gerade ausweichen. Du dummes Huhn. Wo ist sie auch hin? Hallo. Schade. Wusste ich.
Danke. Ich gucke gerade nebenbei auch eher zu. Ich lese gleich weiter. Nebenbei machte ich Matt ein neues Outfit an, überlegt noch immer, was zu kaufen. Ja, tu es! Do it, do it, do it! Es kostet 10,80 €. Ja, fast ein dünner Preis. Wenn es dir gefällt und du Match spielst, why not? Mal, du schon wieder. Match spielt jeder auf einem Anfang. Das ist richtig. Aber vielleicht haben nicht alle dieses Outfit. Dann hättest du ja schon wieder ein Alleinstellungsmerkmal. Muss man auch so sehen. Auch bei mir der Grund, warum ich dieses Legion-Outfit spiele. Zum einen, weil ich es heiß finde und zum anderen, weil ich es so echt selten sehe. Zumal die meisten Legion-Spieler, die ich so gesehen habe, spielen im Moment den männlichen Legion. Aber den finde ich langweilig. Ja, danke Rebecca. Du bist ja meine Nummer 3 gleich. Hoffentlich. Danke! Nein! Sag mal! Ich wollte nicht drüber klettern. Ich wollte dich aufheben. Ja, ja, du mich auch. Da passiert bei mir gar nichts, aber glaub das ruhig. Das ist nämlich ganz nett für mich. Solange du das glaubst, ist bei mir alles schick. So, ich habe 3 Leute aufgehangen, 3 verschiedene. Damit ist das auch erledigt. Da ist der nächste Gen fertig. That's the place I wanna go. Na guck mal. Verdammt. Jetzt habe ich sie verloren. Da hat sie mich outplayed. Schade. Da bist du ja. LOL. Warum dies? Guten Abend zusammen. Hallo Chani. Hi. Na? Was geht? Ich habe doch irgendwo einen Haken gesehen. Ach, da hinten. Hallo, Charlie.
Stimmbänder. Du lebst ja noch. Ja, manchmal. Ich bin so teilzeitlebendig. Hä? Sind das Map-Geräusche? Mach mich fertig. Naja, offensichtlich waren es Map-Geräusche. Du lebst ja auch noch, Chani. Willkommen im Club der Lebendigen, offensichtlich. Ah, Billy Boy. Teilzeit lebendig finde ich gut. Danke. Haha. Trollo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 l. Ja, muss und euch so? Ja. An sich ganz gut. Gerade wieder viel Veränderungen. Vor der Brust. Umzug, neuer Job in 3 Wochen. Umzug hoffentlich auch in 3 Wochen. Das ist noch nicht so ganz klar. Aber ich habe auf jeden Fall auch Bock auf Veränderungen. Von daher passt das bisher ganz gut. Parallel dazu fühle ich mich schmutzig und dreckig und benutzt, weil ich Nöte dabei habe. Eine von den 7 Todsünden. Aber das ist, glaube ich, okay im Endeffekt. Und das könnte das erste Mal heute sein, dass ich wenigstens einen Pip bekomme. Und das wäre echt verdammt sexy. Klingt aufregend. Pfui, nöd. Ja, I know. I'm sorry. Hello. Fuck you. Entschuldigung. Den Gen macht ihr nicht, meine Freunde. Ich sag euch das. Sag mal. Wie dreist bist du denn? Ich hab dich gerade gar nicht gesehen. Unbelievable. Wie gesagt, Atre. Ja, aber ist Atre jetzt ein Perk, der Nöd aufwiegen kann? Ich hab mir doch den Gen fertig gemacht. Das macht mich traurig. Oh, hi. Ja, wo? Da. Ich war so schnell, da war ein Baum. Ja. Da. Okay. So gut ist andere aber auch nicht mehr. Ein Endgame-Perk, ja. Hello there. The angel from my nightmare. Danke. The shadow in the backseat of the mall. By the way, Dito, ich erlebe auch sehr selten das Endgame als Survival, deswegen nehme ich Atre auch eigentlich nie mit. Der Nightbot macht Werbung für einen toten Discord-Server. Witzig. Ich hab dich schon wieder nicht gesehen. Warum ist er tot? Naja, auf der Domain ja nichts mehr passiert. Ich spiele Atre, aber es wurde schon geändert und jetzt bringt das fast nichts mehr. Oh echt, es wurde geändert? Was wurde denn
Was ist Adria jetzt? Gott, ist das langsam ohne Iron Maiden. Boah, für mich die letzten drei sind sehr nah beieinander. Aber du bist doch immer geheilt, wenn die Gens durch sind, oder nicht? Vielleicht nicht mehr. Fuck. Hä? Ich wusste es! Das war echt ein gutes Versteck. Holy moly. Aber ich habe sie da gesehen und ich wusste, in irgendeinem Busch muss ich stecken. Habe ich einfach zugeschlagen, auf Verdacht. Ich meine, dass ein Stream so beobachtet zu haben, kann mich aber auch täuschen. I don't know. Ich würde jetzt auch sagen, dass es so ist, aber ich würde dafür nicht meine Hand ins Feuer legen, aber Chani wird's wissen. Chani wird's wissen. Badam bam. Ich weiß, dass ich in der Runde noch nie jemanden über Nurse's Calling gesehen habe. Nein, nicht so schnell, Mäuschen. Bitte sei nicht so schnell. Du bist eben exakt den gleichen Weg lang gelaufen. Wie obvious willst du es machen? Deck mal. Ja, deck mal drüber nach, Alter. Ja, Flashlight. Wupp, wupp. Flashlight, Flashlight, Jenny von the Blocks. Wo ist der Haken hin, wo ich hin wollte? Der Haken war weg. Dann nehme ich erst dich, wa? Ich kann es bestimmt gleich lesen. Ich muss kurz mit der Flut an liegenden Survivern klarkommen. Dann lese ich's. So, wenn Adre gezündet wird, wenn man am Haken hängt, ist man beim Abhängen nicht mehr direkt geheilt. Dann ist Adre futsch. Und man hat einen kürzeren Sprintboost. LOL! Und hier ist die Luke! Na komm, so fair bin ich. Tu das nicht, den letzten leben lassen. Aber da ist die Luke. Okay, ja, sorry, das war jetzt. Tu das nicht, heißt ja, ich soll ihn nicht leben lassen. Sorry, Rebecca. Chat hat entschieden. Velaris! Wie gemein kann man sein? Das spawnt direkt die Luke daneben. Oh mein Gott, bin ich gebraucht. Ich fühle mich so benutzt. Oh, fuck. Oh, ich muss duschen.
Ich fühle mich so dreckig. I am so sorry. But my chat made the decision that all of you have to die. Oh, sie schreibt no problem. Dreckiges Hörnchen. No. Yes. A big whoopsie. Ja, gute Runde. Gute Runde. Und auf jeden Fall eine sehr gute Verwendung von Kanalpunkten, Velaris. Schottgüsel. Scheiße. Oh mein Gott. Oh. Oh. Oh, ich fühle mich furchtbar. Ich zeig auch noch hin, sie krabbelt los. Ich lasse sie in dem Glauben, dass sie überleben darf. Und dann sagt Velaris einfach, nö. Heute nicht. Eieieiei. No, oh hi, Dekmar. I'm crying. Oh, I'm so sorry, Dekmar. I'm so sorry. Velaris is the guilty one in this case. Ich finde, es tut mich jetzt auch niemand überleben. Hi, welcome. Oh, so sorry. Greetings from a little bloody German Deadlight Streamer. Hello. I hope you're doing good. I'm gen washing. I know. It was pretty good. It was pretty, pretty good. Oh, I'm so sorry. I'm feeling so dirty. Böse Velaris, ja. Eieiei. Ah. Tja, gut, machen wir das nochmal. One more time. Velaris invested some channel points, 1000, and she didn't allow me to let you survive. So. Ja. Yeah. Invested? Invested, ja. Yeah. Naja, you know what I mean. I thought I was being given a chance. Yes, that's what I intended to do. But then, the next second, I saw that Velaris spent 1,000 channel points, Nüsschen called in this little stream, to don't, and then they can tell me what I'm not allowed to do. And she wrote, den letzten Überlebenden leben lassen. So, to let the last survivor survive, that was the thing I was not allowed to do, so I had to kill you, because in this case, the chat has the mighty power to take a decision. So, I was intended to let you survive, but the chat was, nah, not this time. Sorry. Beanie Weenie 2000. Juicy Recall. Nee, Juice Recall. Okay, fancy. I thought they were going to fix the generators, but they just kept falling down. Yeah, I don't know what happened in the last 2 minutes of this round. Actually. But, yeah. Lucky for me, I guess. And then Droopy did the rest, and then the chat did the finish. At the beginning of the game, a man hit for 3 generators behind the wall. Oh, really? Oh, wow. Ay, ay, ay. That's a pity.
Ah, Deckmal. I wish you the very best and good luck in the next round. And thanks for being here. I appreciate. And sorry for my bad English with a bad German accent, but yeah. So, versuchen wir mal ein bisschen wieder Deutsch zu sprechen zwischendurch, damit das nicht ganz verloren geht. Hier gönnt einer überhaupt nicht. Thank you, bro. Nice mate. Ja. A man hide for 3 generals behind a wall. Why would you do that? That's pretty disgusting. You're a good man. Thanks. I try to be. Thanks. Thanks so much. Oh. Können wir mal eine tolle Map spielen? Also die eben war toll, aber die ist halt auch, die hat super viele komische Geräusche, da bin ich verwirrt. Und die ist überhaupt nicht toll. Das ist ja nicht mal die D&D-Variante. Now I'm grumpy. Ah, da höre ich auch Aktivitäten. Aber ich sehe niemanden, der die Aktivität verursacht. Und da war jetzt schon das zweite Ploppen innerhalb weniger Sekunden. Da jemand mal rüber war. Ja, was ist denn los? Hello there! Ich würde mal gerne jemanden aufhängen. Danke. Du bist auch noch schön weit weg von der Palette. Das gefällt mir. Du hast Groupie, das gefällt mir auch. Sometimes it's a little bit too easy, huh? Jetzt habe ich keinen Groupie mehr, aber das macht nichts, weil da ist der nächste Haken. Sie hängt ihn ab, richtig. I see ya! Ja, wir schaffen das! Los! Hilfe! Dankeschön. Wieder dahin. Ach. Neuer Survivor. Ich hab deinen Namen vergessen. Aziri oder so. Ja, hi.
How do you like my movies with a window in main? What? I don't understand the question on the first time. Or for the first time. With a window in main? Don't know what you're talking about, to be honest. Hi. So, sie weiß mittlerweile, dass ich Lightborn drin habe. Fuck. Du frisst Zeit, weißt du das, Mäuschen? Du frisst echt Zeit. Jesus Maria. How do you like my movies with a window in main? I have no idea what you're talking about. I don't understand the question. I'm sorry. What kind of movies, what window, and what is main? Never heard about it. Mein Freund, warum hast du denn ein Foto über deinem Kopf? Warst du etwa AFK? Stimmt's doch jetzt, wenn ich dich aufhänge. So nicht, Fräulein. Ist das eigentlich Jeff? Nee, das ist David. Haha. Das hat nicht funktioniert. Bin begeistert. Warum nicht? Ich war doch voll drin in der Palette. Weird. Hat man nur als Survivor nach vorne so eine große Hitbox und nach hinten nicht? Wie läuft dieses Haus? Ich bin maximal überfordert. Huhu. Hier sind bestimmt Paletten, die ich nicht kenne. Hä? Warum laufen wir nicht im Kreis? Was für eine Art Loop war das?
Super, da bist du wieder. Da ist die nächste Palette. Ist ja klar. Hahaha, outplayed. Ich dachte, die werden nochmal versuchen mit einer Palette, aber da war keiner in der Nähe. Huhuhu. So, Mäuschen. Du bist dann auch Geschichte? Bleiben noch zwei Leute und drei Gents. Oh, hi. Weenie Weenie 2000. Das war der Itzy Bitsy Teeny Weenie Honolulu Strand Bikini. Was ist nur los? Hallo? Ich kann sie nicht aufheben. Ah, jetzt ist ein Bot. Oh, sie ist echt gelieft. Heieiei. Das ist auch schwierig. Estriazar, so hieß der Survivor. Richtig. Na, wo ist die Luke? Hier. Come on, last mate. Mach zu! Nein! Warum? Mein Letzter darf leben! Du kennst mich doch! Der kann ja das Gate öffnen. Ja, okay, hast recht. Ich werde durch dich zu richten, so einem richtig abgefuckten Killer. Velaris, was tust du mit mir? Das ist ja Spielbeeinflussung. Entschuldige mal, nein, okay. Dann nicht. Ja, du hast recht, die meisten Killer spielen sind auch Arschlöcher, aber ich werde eigentlich kein Arschloch sein. Moin. Na? Okay. Yay! Aber manche machen sich ja gar nicht die Mühe, Loot zu finden. Ja, das ist richtig. Ich hasse mal aber schon, weil sie mehr Punkte bringt als das Gate. Aber naja. Ugh. GGWP. Punkte und du liefst. Nimm doch wenigstens die Punkte mit, Alter. Verstehe sowas nicht. In 700 Spielstunden bin ich da vielleicht 10 bis 15 Mal durch entkommen. Ja, wird bei mir auch nicht viel mehr sein. Wahrscheinlich in Relation gleich viel zu meinen 1300 oder 1400 Spielstunden, die ich habe. Das kann schon gut sein. Wir machen eine ganz kurze Pause, weil Jonas muss eine rauchen. Ihr hört wundervolle Musik. Ich bin gleich wieder da. Moment, wundervolle Musik kommt gleich. Ich muss sie nur kurz finden.
hier. Bis gleich. Enjoy the music. Uftata.
So. Wieder da. Hallo? Let's spend some blue points. Ach, der Demodoron. Auch ein cooler Killer eigentlich. Ja, ja. Ja, ist ja gut, mein Großer. Aber kaum ist man so ein bisschen drin, läuft es auch mit Legion wieder ganz gut. Die letzten zwei Runden waren noch angenehm. Würde ich sagen. So, da ist er. Der Legion. Alle schon bereit? Das mag ich. Keine Zeit verlieren. Okay. Eine Runde, die nicht gönnt. Schade. Oder nicht so sehr. Nur zwei Überlebende haben überhaupt ein Dings, eine Opfergabe gebracht. Und nur einer Punkte davon. Der andere hat irgendwas Seltenes an Item oder Add-on dabei, was er nicht verlieren möchte, falls er stirbt. So, so, was mag das sein? Bestimmt eine Taschenlampe. Bestimmt. Peter Campbells Kapelle. Wir sind auf dem Rummel. Die Map vom Clown. Rummel, Jahrmarkt. Ihr wisst, was ich meine. Was geht denn bei euch? Warum macht ihr sowas? Tja. Jetzt angry, da bist du jetzt ein bisschen selber dran schuld. Ein Gen ist auch schon fertig. Hey, da ist die andere. Smacked my ass. Okay.
Eine Sache, die du mir nicht zweimal sagen musst. Dann kriegst du den. Check die Taktik nicht. Be honest. Von den beiden. Kann es sein, dass sie deep in love miteinander sind? Und sich einfach gerne anschauen? In-game? Das weiß ich nicht. Aber irgendwie sind die beiden komisch. Achso, du hast noch einen extra Hit. Das ist ja schade. Hä? Warum hat das schon wieder nicht funktioniert? Die Palette hat doch getroffen. Bin ich immun gegen Paletten? Manchmal? Schade. Ich check die Runde überhaupt nicht, ey. Was ist denn los mit euch? Brasa, What's that? Schwierig. Hi. Okay. Habe ich nichts gegen? Habe ich auch nichts gegen? Ich verstehe nicht, was hier los ist. Checkt überhaupt nicht, was ihr Phase ist. Hallo, ich habe deinen Namen vergessen. Pferd mit drei Augen. Maurice! Hallo Maurice. Hi. Was steht ab da oben?
du legst dich doch mit Absicht hier hin. Ich verstehe diese Runde nicht. Hilfe! Gibt's einen Perk, mit dem sich Überlebende absichtlich hinlegen können? Also scheint so. Aber er liegt immer noch. Ich verstehe die Meta dahinter halt gar nicht. Also offensichtlich wollten sie mich in eine Palette baiten, aber... So, der andere liegt noch und du bist auch jetzt am Boden. Ja, von euch überlebt niemand. Das hat ja gar keiner verdient. Müssen wir noch rausfinden, wo Tyrion S. liegt. Ah, hier. Ach, weil sie Paletten runterwerfen kann. Ah. Tja, Das scheint ja irgendwie auch Buddy zu sein mit den Paletten. Also ich meine, sie haben mich zweimal eigentlich getroffen, aber es hatte keinen Effekt auf mich. Muss mir die Perks von der Nähe anschauen. Extrem weirde Runde. Ja. Überraschende Wendung. Um lautlos in den Todesstatus zu wechseln. Aha. Nicolas Cage Perk. Der lässt keinen Blutpfützen und macht keine Geräusche. Kann sich auch vollständig erholen. Warum hat sie das nicht gemacht? Sie lag da doch bestimmt Ewigkeiten. Hat sie so lange gewartet auf die Palette? Aber die Palette konnte sie nicht schmeißen, hat sie aber auf meiner Schulter. Hä? Ich check überhaupt nichts. Will das herausfinden. Ah ja, hier. An der benannten Palette, um stoßende Kinder zu betäuben. Ja. Hat wohl nicht so gut funktioniert. Warum ist sie... Sie konnte sich selber erholen. Warum hat sie es nicht getan? Check ich nicht. Tja gut. Nicht in Frage stellen. Akzeptieren. Okay. I guess es wird das Beste sein. Super komisch. Aber na gut. So, wir waren dabei, wen zu leveln? Ah, den Demogorgon. Demogorgon, so nämlich. Werde ich auch niemals aussprechen können. Also richtig auf Anhieb. Ich würde sagen, wir machen noch eine Runde zum Schluss. Weil morgen muss ich auch früher raus.
bedeutend früher raus. Versuche ich ein bisschen früher vom PC wegzugehen. Mal gucken, ob das klappt. So, Chat darf den Killer für die letzte Runde bestimmen. Wer soll's werden? Velaris. Und falls noch wer da ist. Vielleicht Chani oder so. Nur um dann bis 12 vom Handy zu hängen. Hallo? Das würde ja niemals passieren bei mir. Stimmt, 12:30. Hallo? Du sollst den Killer bestimmen und hier nicht böse mit mir sein. Welcher Killer darf es werden? Für die letzte finale Runde. Kaum ist sie Mod, wird sie wieder, weißt du? Spiel doch mal Bubba. Du willst mich auch wirklich leiden sehen, oder? Kann das sein? Ich möchte bitte einen vernünftigen Vorschlag. Was soll ich denn mit Bubba? Also, dieses Mod sein, das tut dir nicht gut. Ich merke das. Doktor. Ich kann auch Bubba spielen, wenn du das möchtest. Ich meine, ich habe dir jetzt die Macht gegeben. Es sei denn, Bubba war wirklich eine Fun-Antwort. Wenn du das aber wirklich willst, dann mache ich das. Das wird dann ganz schrecklich, aber ich würde es tun. Hast du die ganze Zeit von dir geredet, aber nicht gemacht. Also Doktor ist der ernsthafte Wille, ja? Bubba war nur eine Fun-Antwort. Sollst ja auch Freude haben. Ja, Mensch, du. Wenn ich dir die Macht gebe, dann kannst du auch entscheiden. Meine Cola ist leer. Schade. Okay. Le Docteur. Ich danke dir. 29 Terumisus noch und was auch immer du bist. Event Mondlichthöhle. Ah ja. Ah, nehmen wir statt. Ich habe ja heute schon mal meine Macht ausgespielt, Mua. Ja, das ist richtig. Das war echt ein ziemlich geiler Moment. Also hat mir wirklich gut gefallen. Und wir nehmen zu allem Überfluss und Abfuck noch Nöd mit. Habe ich Nöd gar nicht auf Stufe 3? Offenbar nicht. Schade. Dann lassen wir es so. Oder der muss ja Nöd irgendwo hier weiter hinten sein. Auf 2 habe ich es auch nicht. Auf 1 aber auch nicht. Wild. Naja. Okay. Dann ist das so, wa? Ich muss mal kurz die Outfits checken. Weil irgendwie finde ich das komisch. Wir hätten noch den. Der glitzert auch. Ja, den finde ich cool. Während der Jagd sehen Überlebende ein Trugbild des roten Flecks. Mhm. Und erhöht die Dauer der Erscheinung von Trugbildern um 6 Sekunden. Der Doktor sieht die Auren der Halluzination bei jeder Stufe des Wahnsinns. Wieso habe ich denn Nöd nicht? Bild. Ich habe mit Doktor kein Nöd.
Spannend. Naja. Oh, Macmillan? Ja. Okay. Bedeutend mehr Glück, das wird's bringen. Und zweimal immerhin Punkte. Einmal von mir, einmal von dem Survivor und ein Survivor hat gar keine Opfergabe. Den werden wir, so wie es der Zufall will, bestimmt auch zuerst killen. Morgen werden es 26 Grad, 3 Grad wärmer als heute. Wie schön. Ich mag Sommer. Ich wünsche mal, diese Anti-Aliasing-Tablette würde wirken. Ich habe immer noch ein Ziehen, also ein, nicht ein Ziehen, ein Jucken im Auge. Ich mag das nicht. Hallo. Schade. Er ist verschwunden. Hä? Das ist auch zu sehen, dass einfach in meinem Sichtfeld ist der despawned. Na, ist die Runde kaputt oder was ist los? Dankeschön. Der Dwight ist einfach in meinem Sichtfeld despawned. Was? Ah, cool. Droopy, offensichtlich. Ich habe das nicht gesehen, weil ich gerade nicht hingeschaut habe. Das war wirklich merkwürdig. Der war einfach weg. Der ist despawned. Und dann habe ich hier diese Shot-Attacke mit dem großen Radius gemacht. Dann war er nicht mehr drin. Einfach verschwunden. Hallo.
russischer Name. Creepy. Ja, wirklich. Als hätte der sich weggehext. Da hinten ist er wieder. Und Bibi und Tina, Moment. Jetzt liegt er. Weird. Da bist du wieder. Ich habe dich gesehen. Junges Fräulein. Ich hab so gesehen, zwar ein bisschen verschwendet leider, aber ich hab dich am Anfang eben nicht so gesehen. Ah ja. Machen wir alle Paletten der Map? Damit die anderen keine mehr haben? Finde ich cool. Ah, now you're fucked. God damn. Du sagst es. Da passt der Name zum Spielgeschehen. Ja, danke. Darf ich? Wenn die Seelenruhe haben, müssen die dann auch nicht schreien, wenn der Doktor sie schockt? Du weißt das doch bestimmt, oder? Belaris? Als Seelenruhe-Spielerin? Man schreit dann nicht. Dann könnte es sein, dass er Seelenruhe dabei hat. Das werden wir gleich mal checken. Und deswegen nicht vom Schock erfasst wurde und einfach sich sehr gut versteckt hat. Als ich dachte, er wäre verschwunden. Nö, er schreit. Das wird immer merkwürdiger. Naja, was soll's. Er hatte nur mal gerade eben geschrien. Vielleicht ein Bug, ja, scheint so. Hallo, Claudette, Manschette. Läufst du den gleichen Weg wie er gerade eben? Das ist ja süß. Seid so Mates. Unfassbar.
keiner. Aber wenn er schon einen Haken frei wird, wa? Nehmen wir den doch. Hey. Den hatte ich, glaube ich, noch gar nicht auf dem Schirm. Kann das sein? Dass du bisher eher unterm Radar warst? Ich glaube schon. Mysteriando. Ich meine, du hängst jetzt zum ersten Mal. Nee, das zweite Mal. Nee, spannend. Was? Verdammt, du bist schon da. Ja, Mäuschen, dich häng ich nochmal auf. Bonjour! Hallo Mordex! Bonjour! Ebenso. Schön, dass du da bist. Wie geht es dir? Ja, die anderen beiden sind raus. Das war eine schöne Runde. Eine schöne letzte vor allem eigentlich. Schwierig. Kommt der Mordex zum ersten Mal neu rein und wollte ich eigentlich aufhören. Ja, ganz gut und selber. Ja, auch ganz gut. Dankeschön. Dann müssen wir wohl noch eine machen. Das kann ja jetzt nicht angehen. Lol, ist doch okay. Nee. Hier, Zuschauerbindung und so, ne? I was chasing you. You just disappeared. Nu, nicht wegen mir, doch wegen dir. Nee, deinetwegen sogar, sagt man's. Dwight scheint nicht zu antworten. Vielleicht kann er es auch nicht, weil er ist kein Steam-User. Aber nu klar, machen wir noch eine schöne letzte Runde. Wir machen das so wie eben, nur dass jetzt Mordex dran ist. Verzeihung. Mordex, du darfst den Killer aussuchen. Ich habe alle außer Twixter. Weil der ist gerade disabled. Eben durfte Velaris abstimmen, welcher Killer es sein soll. Jetzt darf Mordex. Wer darf sein? Ja, jetzt akzeptier dein Schicksal.
Du darfst. Alien. Oh, okay. Ja, cool. Hat Alien überhaupt ein Loadout? Ich habe Alien noch nie gespielt. Okay, Moment. Ja, offensichtlich nicht. Und Perk Nummer 4 ist Groupie. Nice. So, dann müssen wir uns trotz eine schöne Opfergabe aussuchen. Boah, welche würdest du? Gehen wir nach Ormond in meine Lieblingsmap. Oder haben wir eine, die Punkte gibt? Für alle, außer Partyluftschlangen. Ach nee, Partyluftschlangen. Was soll's. Und was können wir denn schönes? Kriechmodus? Mhm. Brutaler Schwanzangriff. That's what she said. Okay. Kontrollstation. 7 Kontrollstationen auf der Karte verteilt. Überlebende können mit diesen Stationen interagieren, um einen fernen Stationsschutz zu entfernen, wovon den kann Kontrollstationen die unterirdischen Tunnel betreten und verlassen. Flammengeschütze können auf der Karte platziert werden, um den Xenomorph in Verbindung setzen. Wenn der Xenomorph den Radius des Sichtfelds eines Schützen betritt, greift dieses an. Dieser Angriff lässt den Xenomorph taumeln und kann den Kriechmodus beenden. Wenn ein Geschütz den Kriechmodus beendet oder zu lange feuert, überhitzt ist und muss vor einem Überleben repariert werden. Xenomorph kann den Schützer angreifen, diese zu zerstören. Wenn du einen Geschütz trägst, kannst du nicht entdeckt werden, solange der Killer in einem Tunnel ist. Okay. Brutaler Schwanzangriff. Erhöht den Schutz vor dem Taumel durch Schütze um 35%. Nach dem Verlassen des Tunnels erhältst du Eile. Geschütze brauchen 10 Sekunden länger, bis sie wieder erscheinen. Finde ich gut. Wenn ein Geschütz zerstört wird, leiden alle Überlebende unter Erblindung. Oh ja. Kriechmodus. Ja, ich habe keinen Plan. Ich habe den einmal gespielt, glaube ich, in einem Custom Match, um ihn kennenzulernen, aber no idea. Wird schon. Habe ich einen Skin? Ich habe nicht mal Charms ausgewählt. Schaffen wir es noch in 60 Sekunden? Aurazelle und die beiden Pride Flags. Die und die. Fein. Sehr gut. Haben wir geschafft. I don't know what. Aha. Suki, Terani und irgendwas mit Zahlen. So weit weg kann ich nicht lesen. Da müsste ich jetzt physisch näher rangehen. Das sieht echt scheiße aus im Stream. Schön. Danke übrigens für deinen Follow gestern, Ordex. Vielen, vielen Dank. Zuti spielt mit? Ja, offensichtlich. Aber Tossa nicht. Aber ich glaube, Zuti ist auch so ein, also nicht Allerweltsname, aber schon ein Name, der im Internet ziemlich oft benutzt wird. Von daher, gut, erstes Mal Xenomorph. Das Kätzchen. Miau. Ich bin gespannt. Could be. Aufwachen. Dito. Kontrollstation hervorheben. Warum sollte ich das? Da läuft jemand. Hallo. Ist ja nett. Ah, ich wechsle automatisch in den Kriechmodus.
Cool. Da ballert so ein Ding hier auf mich. Ach, Rupi. Sie liegt auch. Ich lieb's. So ein bisschen angetrocknet. Aber das scheint trotzdem immer noch okay zu sein. Offensichtlich. Einfach draufschlagen. Okay. Tunnel betreten. Das ist ja ultra merkwürdig. Aber okay. Ich verstehe nix. Aha. Lol, da steht über Hindernisse drüber. Ich liebe alles daran. Der brutale Schwanzangriff, meine Damen und Herren. Fuck. Ich verliere auch unfassbar viel Zeit dadurch. Aber es ist einigermaßen funny. Und ja, sorry für meine Unreife. Aber der brutale Schwanzangriff ist einfach zu witzig als Name. Ich höre jemanden laufen. Hi! Na? Unreife bezüglich Schwanzangriff. Das Lachen über diesen Namen. Oh, David Kim ist ein Bot geworden. Mann, oh. Die sind besser als die. Die sind besser als die normalen Survivor, die Bots. Das finde ich nicht gut. So sexy. Ja, man könnte Unreife auch als Sexiness bezeichnen. Ich gebe dir absolut recht. Oh, da läuft jemand. Hey, David Kinbot. It's you. Okay. Dann laufen wir jetzt da lang. Ich jage einen Bot hinterher, ich glaub's nicht. Fucking hell.
mich auch, David. Bot macht Mindgames, aber wirklich. Ey, der Schwanzangriff ist aber echt geil. Also, abseits vom Namen. Die Mechanik als Killer macht Spaß. Muss ich ja mal ehrlich sagen. Dachte ich mir. Ja, sehr schön. Guter Vorschlag. Dankeschön. Zuki. Zuki ist tot. RIP. RIP Zuki. Ja, Mann. Ich wollte meinen Schwanzangriff machen, du scheiß Flammenwerfer. Dankeschön. Bis zur nächsten Palette näher. Ach, guck mal, der ist ja schon. Wahnsinn. Oh, okay, die Ablenkzeit ist so lang, dass man auch nichts in der Zwischenzeit machen kann. Miese Brise. Ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Gebe ich zu. Da ist der scheiß Bot. Guck mal, da ist sie. Danke, Bot. Du hast mich zu näher geführt. Jetzt kriege ich dich. Gutes Gefühl. Ach, guck mal. Das ist ja praktisch. Hi. Der Bot wird safe überleben. Und da ich die andere noch nie gesehen habe in diesem Spiel, 6,5 mal 52 mm. Da ist Mr. Bot. Er wird uns eh bis zum Tode durchloopen. Und wir können die Station zerstören. Das ist auch was Schönes. Ja, ja, komm. Leute, da bist du. Komm schon.
Irgendwann krieg ich dich, ne? Aua! Armes kleines Kätzchen. Du bist nicht hier hochgelaufen? Doch, bist du doch. Scheiße, ich wusste es. Ich hab sie aber nicht gesehen. Der Schwanz ist ein bisschen unkontrolliert, Lul. Ja. Ich sehe Parallelen. Mordex. Ich sehe Parallelen. Parallelen wozu? Zu, hättest du selber drauf kommen müssen eigentlich, wenn du zugehört hättest. Das werde ich jetzt nicht sagen. Ah, du bist drauf gekommen, okay, sehr gut. Nee. Das kann sich hier schön jeder selbst denken. Das war jetzt eindeutig. Hast du etwa auch einen unkontrollierbaren Schwanz? Weiß ich nicht. Ich würde jetzt sagen, das müsstest du eigentlich ganz gut wissen, aber das wäre, glaube ich, auch unangebracht. Ich find's super. Ja, willkommen in meinem Stream, Mordex. Wenn Velaris da ist, ist das eigentlich meistens so. Schon eine Weile her, ja, I know. Aber trotzdem. Okay, da ist sie. Yes! Kennt ihr euch vor Engel? Wir waren mal zusammen. Sie ist meine letzte Ex-Freundin. Oder wie sagt man das? Meine neueste Ex-Freundin? Nee, meine... Naja, du weißt schon, was ich meine. Mir fehlt nur... die richtige Bezeichnung dafür. Meine letzte Ex-Freundin? Meine neueste Ex... I don't know. Hey David, solange du wegrennst, kann sie nicht vom Haken. Das ist gut. Ich muss sie noch nicht kriegen, ich muss noch warten, bis sie stirbt. Und dann rennst du eh straight zum, Ain ist in dem Zusammenhang auch ein spannendes. Close. Das ist actually richtig. Bist du bi? Nee, ich bin hetero. Ich stehe und stand mein Leben lang nur auf Frauen. Was hatte ich denken lassen, ich wäre bi? Als ich das sehr schlimm finden würde. Jeder, was er mag, aber... Nee. Ich mag Frauen. Das Problem ist, Frauen mögen mich nicht. Also, naja, nee, ist nicht richtig wahr. Ach, wie Rainbow Flags. Ach, ich mag das einfach. Ich unterstütze... Einfach gerne, ich will jetzt sagen Minderheiten, aber das klingt so abwertend. Du weißt, was ich meine. Ich bin halt links politisch. Ich bin für Gleichberechtigung von allem. Ah, erste Runde Alien und, 4 Tote. Spannend. Aber keiner, der antwortet. Wie hieß sie? I don't know what to do oder I don't know what I'm doing. Ah ja. Ich habe eine als Charme dran. Finde es gut, die Community zu unterstützen. Ja, genau. Exactly so ist es bei mir auch.
unterstütze einfach alles. Außer Rechte, weil die sind doof. Sehr süß von euch. Oh. Wir sind süß, Velaris, hast du es gehört? Okay. Dann beenden wir dieses wunderschöne Spiel, gehen zurück in diesen wunderschönen Bildschirm. Hallo. Und gucken mal. Warte, da müssen wir natürlich jetzt mitmachen. Nimmt auch ein Emote, oder? Habe ich nicht. Da. Herznuss. Ich gucke ganz kurz. Das wollte ich gar nicht. Das wollte ich. Monitoring. Wärst du gekommen oder wärst du gegangen? Ah, da ist jemand gekommen. Hey, Mordex, bist du das? Bist du auf der Mania? Nice. Zu meinem Discord beigetreten, das finde ich toll. Ich gucke eben, natürlich mit Musik, ob es jemanden gibt, zu dem ich euch raiden kann. Ja, dankeschön. Ah komm, das wollen wir doch machen. Ich raide euch zum Arbeitskollegen von mir. Der streamt gerade Fortnite für einen Zuschauer. Der wird sich bestimmt freuen. Ich kann mir jetzt mal deinen Namen nicht merken. Okay. Warte mal, groß, klein? Ah, Sebas erstmal normal. Dann FN groß. XZB. Ja, dann stelle ich euch zu dem. Der freut sich bestimmt. Dankeschön fürs Dabeisein an Mordex, Chani und Velaris und euch noch einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns irgendwann wieder auf diesem Kanal. Ich hätte mich ja, Regelmäßigkeit und ich. Läuft. Hab euch lieb, habt einen schönen Abend. Tschüss! Macht Zweierschaden.